kennen Sie das? Sie sollen eine Aufgabenstellung lösen, rennen aber mit dem Kopf gegen eine Wand. Solange Sie auch nach einer Lösung suchen, kommen Sie nicht gegen diese Barriere an. Gleichsam überkommt Sie die Sicherheit, dass es irgendwo hinter dieser Mauer doch eine vernünftige Lösung geben muss, die zum Greifen nahe erscheint. In solchen Fällen helfen oft Kreativitätstechniken weiter. Diese basieren auf einem simplen, aber effektiven Trick. Kreativitätstechniken erlauben Ihnen, die technische Ebene zu verlassen. Kreativitätstechniken zwingen Sie als Bearbeiter dazu, die Aufgabenstellung zu abstrahieren und das Problem vereinfacht in einem Modell zu beschreiben. Dadurch werfen Sie erst einmal allen störenden Ballast in Form von Gedanken an technisches Klein-Klein ab. Kreativitätstechniken heben das Problem sozusagen auf eine höhere Ebene, die Abstraktionsebene. Dieses abstrahierte Problem lässt sich dann einfach lösen. Viele Lösungsideen können innerhalb kürzester Zeit generiert werden. Diese Ideen müssen dann natürlich weiter ausgearbeitet werden, bis man mit der technischen Lösung zufrieden ist. Man spricht hier vom Konkretisieren einer Lösung. Sicher kennen Sie bereits eine wichtige Kreativitätstechnik und haben diese schon angewendet: das Brainstorming. Grundidee dabei ist es, Ideen zur Lösung eines Problems frei und ungefiltert zu äußern, an bereits geäußerte Ideen anzuknüpfen und diese abzuwandeln, ist explizit gewünscht. Dabei verwundert vielleicht etwas, dass bei der Ideenfindung zunächst Quantität vor Qualität geht. Das heißt aber keinesfalls, dass ein Brainstorming nur Ideenschrott liefert. Denn schließlich wird dieser Pool an reichhaltigen Ideen noch weiter verarbeitet. Doch das ist erst ein nächster Schritt. An dieser Stelle wollen wir Ihnen eine Gruppentechnik vorstellen, die sich besonders gut für Entwicklungsaufgaben eignet. Die Methode 635. Das ist eine text- und skizzenbasierte Kreativitätsmethode und wird daher auch Brainwriting genannt. Woher kommt der sonderliche Name dieser Methode? Die Zahlenkombination 635 sagt Ihnen bereits, wie man diese Methode durchführt. Sechs Bearbeiter entwickeln individuell je drei Lösungen in je 5 Minuten. Bevor Sie jedoch Ihrer Kreativität mithilfe der Methode 635 ungezügelten Lauf lassen, sollten Sie noch genau beschreiben, für welches Problem Sie nach Lösungen suchen. Hierzu empfiehlt sich eine funktionsbezogene Betrachtung. Schreiben Sie die Problemstellung für alle gut sichtbar auf. Ein Team, das eine neue Saftpresse entwickelt, sucht beispielsweise nach Lösungen für die Funktion Pressen von Saft aus Zitrusfrüchten. Vermeiden Sie dabei aber möglichst unnötige Vorfixierungen auf bestimmte Lösungen. Mit der Formulierung Pressen von Saft schließt das Entwicklungsteam nämlich bereits im Vornhinein andere Saftgewinnungsmethoden als das Pressen aus. Sollen auch solche Lösungen in die Suche eingeschlossen werden, könnte das Entwicklungsteam die Funktion wie folgt umformulieren und nach Lösungen zum Extrahieren von Saft aus Zitrusfrüchten suchen. Diese Formulierung ist gegenüber der ersten lösungsneutral. Der Ablauf der Methode 635 im Einzelnen. Die sechs Bearbeiter sitzen um einen Tisch. Jeder hat ein Formblatt vor sich. Nun denkt sich jeder drei verschiedene Lösungen aus und zeichnet diese in die drei Kästchen der ersten Reihe auf das Formblatt. Ergänzend können Sie auch Beschriftungen verwenden. Hier kennzeichnen wir die Lösungen schematisch durch einfache Kreuze. Insgesamt finden die Bearbeiter in der ersten Runde also bis zu 18 Lösungen. Für diese erste Runde stehen insgesamt 5 Minuten zur Verfügung. Um allen Bearbeitern beim Ablauf der Zeit ein deutliches Signal zu geben,
können Sie etwa die Timer-Funktion Ihres Smartphones nutzen. Auf das Signal hin gibt jeder Bearbeiter sein Formblatt im Kreis weiter. Nun hat jeder Bearbeiter weitere 5 Minuten Zeit, um 3 neue Lösungen zu finden. Diese werden in die zweite Reihe des Formblatts gezeichnet. Die Lösungen müssen nicht komplett neu sein, vielmehr können diese auf den oben stehenden Lösungen aufbauen. Sie können sich also von den Zeichnungen Ihrer Kollegen inspirieren lassen. Nach Abschluss der 5 Minuten werden die Formblätter in die gleiche Richtung weitergegeben. Die Runden 3 bis 6 funktionieren gleichermaßen. Nach 30 Minuten sind alle 108 Lösungsfelder auf den 6 Formblättern ausgefüllt, vorausgesetzt, Sie haben keine Felder leer gelassen. Einige Hinweise noch zur Durchführung. Die Methode 635 ist eine gute Mischung aus Individual- und Gruppentechnik. Grundsätzlich sollte im Stillen gearbeitet werden. Dadurch bringen auch zögerliche Teammitglieder gleichberechtigt Lösungen ein, die sich sonst nicht zu Wort melden würden. Durch das Formblatt wird auch wesentlich systematischer als bei einer bloßen Diskussion gearbeitet. Da die Lösungen auf dem Formblatt festgehalten werden, geht keine Lösung verloren. Außerdem können sich die einzelnen Bearbeiter gegenseitig mit Ideen befruchten, durch Assoziationen Ideen anderer aufgreifen und weiterentwickeln. Gut lässt sich die Methode 635 im Übrigen mit der sogenannten Galeriemethode kombinieren. Dazu hängen Sie die Formblätter einfach mit Klebestreifen an eine Wand. Nun können Sie entspannt mit den übrigen Bearbeitern Ihre Lieblingslösungen durchgehen und diskutieren, welche sich gegebenenfalls besonders gut für eine Umsetzung eignen. Vielleicht ergeben sich bei der Sichtung der vielen Lösungen ja auch noch weitere Lösungsansätze. Viel Erfolg und Spaß beim Einsetzen dieser Kreativitätsmethoden, denn kreativ, so zeigen Untersuchungen, ist prinzipiell jeder. Manchmal muss der Kreativitätsmuskel im Gehirn einfach nur öfter trainiert werden. Musik